in a time trial, a lot can happen, you know, and I think it's a fair race, and after that we can make the tactic. I mean, for me it's just always good to have more people close, how better it is for us. And yeah, what I said, I think we have a full preparation for the time trial. We looked the course a couple of times, and I think yeah, all our girls are ready for the time trial. I think Marlen is a specialist in TT, so it's not something that we prepare differently. Well, I think everybody knows that it's the home race from Marlen, and also Demi lives a lot in Switzerland. So after the time trial, we see how the positions are from the girls, and yeah, then of course we try to win the general classement. Ehrlich gesagt habe ich schon gedacht, dass das nicht ich gewinne, weil ich habe gehört, dass Elisa Longo knapp ist und Demi. Und ehrlich gesagt, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber das mit dem Gino, die Geschichte in diesen Abfahrten oder Kurven, sorry, das ist nicht ganz... ja, ich bin sehr verhalten gefahren und dann habe ich gedacht, ja, Elisa Longo ist etwa die beste Abfahrerin, die wir haben im Peloton. Und darum habe ich schon gedacht, es wird knapp, aber wir haben ja dann noch 2 Tage. Und das ist eine schöne Überraschung, hat es dann gleich gedacht. Und du fragst dich die ganze Zeit, gehst du genug oder bist du über Pace? Du weißt nie, auf welcher Seite du bist. Und ja, ich habe versucht, so zu fahren, dass ich sicher Limit bin, aber eben auch nicht drüber. Vielleicht ist mir das gut gelungen am Schluss. Der Rangierende Europa.